Leute, achtet bitte nicht darauf, wie fertig ich aussehe. Genau, also wegen dem Musikvideo morgen. Ein Mädchen haben wir gefunden, also die weibliche Darstellerin, Komparsin haben wir gefunden, aber wir suchen nach wie vor noch einen männlichen Komparsin. Deswegen leitet sehr, sehr gerne mal diese Story an alle Männer, die irgendwie Lust auf eine Komparsenrolle haben, die über... ja, eigentlich so über 1,70, 1,80 eigentlich perfekt sind, weiter, am liebsten auch tätowiert und ein bisschen muskulös. Das wäre super, und genau, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich platze. Oh, wie dick sieht das aus? Ich sehe so fertig aus, Leute. So, wir gehen jetzt ein bisschen shoppen, wollten ins KDW. Ich muss auch auf jeden Fall mir irgendwo am Kudamm neue Kleider kaufen. Ich platze aus allen Nähten. Also man sieht es, glaube ich, nicht so gut gerade, aber ich habe nichts mehr zum Anziehen, deswegen... Okay. Maxi! So, los. Leute, meine Haare, ey. Voll viele fragen immer, woher ich meine tolle Schwangerschaftsmode habe. Es ist keine Schwangerschaftsmode, es ist einfach, sind einfach die Sachen, die ich normal auch trage, halt 1 bis 2 Nummern größer. Und ich gucke halt, dass ich eigentlich immer solche Sachen trage, die halt so sehr elastisch sind. Also auch so vorher schon, weil ich es einfach bequemer finde. Aber ja, ich habe so ein Hemd an, ich muss richtig gucken, also eine Bluse, dass das nicht so hochrutscht wegen dem Bauch, weil der Bauch wirklich so dick ist. Was ist denn, Max? So, wir gehen jetzt ins KDW und dann mal gucken, ob wir was finden. Morgens mit einem Kick geweckt zu werden, ist schon was Besonderes, ja? Waren eure Kinder auch so oder eure Babys im Bauch auch so aktiv? Das ist so krass, ey. Irgendwie jeden Morgen, entweder so zwischen 5 und 8 Uhr eigentlich, werde ich mit Kicks, den krassesten Kicks, so richtig bam, bam, bam geweckt, sodass ich mich selber so erschrecke. Müde. Habt einen schönen Tag. So Leute, ich fahre jetzt zum Frauenarzt wegen dieser Rhesusspritze. Ich hoffe, dass sie mich auch noch dran nehmen. Also die haben mehrmals gesagt, ich soll einfach ohne Termin vorbeikommen. Deswegen, ja, und dieses Dings, das geht die ganze Zeit auf. Ich hoffe, dass ich nicht auf einmal irgendwie hier in Berlin ohne Röckchen dastehe. Das wäre ein bisschen peinlich. So, Freunde, ich hab's geschafft. Also es war schon, also ich bin ja wirklich nicht schmerzempfindlich. Es war, es ist jetzt nicht so, dass es krass wehgetan hat oder so, aber man hat es schon gespürt. Es wird halt mega langsam so reingespritzt. Aber so richtig gebrannt hat es eigentlich nicht, sondern es war eher so ein Druck. Aber ich mache euch gleich jetzt in der nächsten Story, dass, also ich habe es mit aufgenommen, mache ich euch das Video rein. Deswegen, falls ihr Nadeln oder so sehen könnt, dann swipe besser weiter. Lassen. Ich kann aber nicht hinschauen. Ist auch besser so. Ja. Und das war's schon. Einmal fest drauf drücken. Okay. So, für mich geht's jetzt weiter. Ich muss Sachen für die Babyparty besorgen. Und ich habe eigentlich so viel zu tun. Eigentlich muss ich, warum mache ich überhaupt Stories? Ich muss eigentlich richtig rennen, weil ich so viele Sachen zu tun habe. Aber was ich noch sagen wollte, die Leute bei dieser Praxis sind einfach so ultra freundlich. Wirklich, ich fahre immer, also klar, man soll natürlich jetzt nicht, oder ich werde jetzt nicht sagen, in welcher Praxis ich bin, aber ich fahre immer 40 Minuten hierher, weil ich diese Leute hier so abfeiere, die sind so richtig so cool drauf. Und ja, genau, jetzt drückt es gerade aktuell ein bisschen. Voll viel haben mir ja gesagt, dass irgendwie 95% der Leute meinten, dass sie die Spritze in den Po bekommen haben. Aber bei mir meinten die direkt Arm. Also klar, ich hätte sie mir auch in den Po spritzen lassen, aber so. So, okay, ich muss jetzt wirklich los. So, wir fahren jetzt zur Metro, weil wir noch ein paar Sachen für die Babyparty holen müssen.
alle am Start hier. So, Freunde, und weil ich ja nicht schon fett genug bin, probieren wir jetzt. Schaut euch das bitte an. Das ist dieser blaue Wackelpudding. Sowieso Götterspeise. Und ich liebe Götterspeise. Ich könnte darin baden, wirklich. Boah, riech mal, wie es riecht. Sehr künstlich. Aber künstlich ist gut. Aber irgendwie ist die Konsistenz klippriger. Also Rot und Waldmeister ist auf jeden Fall besser. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es ist irgendwie nicht so, obwohl ich es die ganze Zeit im Kühlschrank hatte, es ist nicht so fest von der Konsistenz her. Also ich werde es trotzdem aufessen, aber I don't know. So, da einige gefragt haben, ob ich so nochmal den Bauch zeigen kann. Also so richtig am Spiegel, dass man ihn richtig sieht. Ja, ich weiß, Leute. Ihr braucht mir das nicht schreiben. Es sieht aus wie 9. Monat, ist es aber noch nicht. Und wir zwei, beziehungsweise drei, Maxi, werden jetzt schlafen gehen. Ich bin so gerädert. Gute Nacht, bis morgen. Leute, ich habe mich noch gar nicht gemeldet. Ich habe vorhin versucht, eine Story zu machen, aber dann wurde ich angerufen. Ich sitze hier schon mit Ventilator. Es ist echt, ich habe mir den heißesten Tag im Jahr rausgesucht. So gebetet, so hoffentlich regnet es nicht, aber dass Gott so gut mit mir meint. Ja, also ich hoffe, mein Kreislauf macht das alles mit, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und ich filme einfach ein bisschen und poste das später alles. Ich bin echt, das Kleid ist wunderschön, aber sehr, sehr warm. Das ist der Moment, auf den, glaube ich, alle hier gewartet haben. Wir sind alle gekommen, um Natalie und ihr kleines Wunder zu feiern. Und wir sind natürlich alle ganz gespannt, was es denn jetzt wird. Und dafür haben wir uns ein kleines Spiel ausgedacht. Alle, die denken, dass es ein Junge wird, gehen einmal auf die linke Seite. Auf die linke, achso, genau, hier, diese Seite. Okay, seid ihr bereit? Ja! Eins, zwei, drei! Spät nach Hause gekommen, weil drei Autos zu mir fahren mussten, weil Gäste dem Baby so viel geschenkt haben. Also richtig krass. Oh mein Gott, Leute, ich sehe so fertig aus. Genau, und dann mussten wir das noch alles nach oben tragen und so weiter. Also die haben uns zum Glück alle geholfen. Richtig, richtig lieb. Ich bin so dankbar. Ich weiß nicht, wie ich das alleine hätte machen sollen. Und ja, dann wollte ich eigentlich schlafen gehen, aber ich konnte einfach nicht schlafen, weil es immer so peinlich, wenn so Leute vorbeilaufen, man dann so Sachen sagt, obwohl ja jeder öffentlich meine Story sieht. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, mein Bruder und so, die haben gestern ordentlich gebechert und haben dann halt dementsprechend auch gerochen und seit ich schwanger bin, rieche ich einfach, Max, was machst du, mein Schatz, mit der Leine? Rieche ich halt einfach so krass intensiver, sodass ich einfach nicht schlafen konnte. Ich habe gesagt, bitte mach die Hose auf, bitte mach dies, das, jenes. Es hat einfach so nach Alkohol gerochen. Das heißt, Ende des Liedes. Ich habe einfach gar nicht geschlafen. Dann habe ich um 7 Uhr noch was meinen Bruder und meine Schwester ihren Freund geweckt, weil die mussten zum Bahnhof, hab die dann zum Bahnhof gefahren. Dann war ich noch bei meiner Tante kurz, weil die ja gerade noch zu Besuch ist. Dann habe ich meine Familie abgeholt, sie zum Bahnhof gefahren und jetzt kann ich endlich, ich hoffe, ihr versteht mich, es ist so, ich glaube schon vor lange jetzt hier die Story, jetzt kann ich endlich nach Hause und schlafen. Fix und fertig. So, ich war jetzt meine Pakete abholen bei meinem Lieblingspaketshop, bei meinem Lieblingsspäti. Der ist so lieb, dieser Mann. Er schreibt mir auch immer auf WhatsApp, wenn Pakete da sind, weil manchmal kriege ich keine Benachrichtigung. Beziehungsweise manchmal auch, die klingeln manchmal noch nicht mal, also richtig nervig. Und dann sagt er eben, wann werde ich Onkel? Voll süß.
Bald ist es soweit. Oh, ich freue mich so drauf, Leute. Ich freue mich richtig auf die Geburt. Wirklich. Also alle sagen so, bist du bescheuert? Wie kannst du keine Angst haben? Wie kannst du... Der Typ sieht gut aus. Wie kannst du keine Angst haben und so. Aber ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, es wird eine richtig coole Erfahrung. So, jetzt ab zur Apotheke. Und ganz kurz, Leute, das meine ich. Wie haltet ihr Schwangeren es aus, nicht auf Toilette zu gehen? Aber ich bin vor 3 Minuten aus dem Haus rausgegangen, war vor 5 Minuten pinkeln und ich muss wieder so dringend. Eigentlich müsste ich jetzt nach Hause fahren, bevor ich zur Apotheke gehe, schnell ganz schnell pinkeln gehen und dann wieder los. Wie macht man das? Und ich bin schon so ein Mensch, ich pinkel auch draußen. Wie sich das anhört. Aber in Berlin kannst du auch nicht überall, wenn da Leute sind. Okay, ich hoffe, dass ich es jetzt aushalte. Ich muss ganz kurz jetzt bei Rewe rein, weil mir ganz, ganz viele geschrieben haben, hol dir diesen Rotbäckchen-Saft. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und da soll sehr viel Eisen drin sein. Ich hoffe einfach, dass ich mich nicht in die Hose pinkel. Ich muss so dringend. Ach, Leute. Das Ding bei mir ist auch da. Ich kann nicht mal mehr laufen, dass ich zu viel Fruchtwasser habe und deswegen das alles noch viel mehr drückt. Das ist echt.